Ja, also man muss wirklich sagen, dass die Maske ein relevanter Trigger zu sein scheint für das Aufblühen verschiedener Dermatosen hier im Maskenareal. Und da ist sicherlich die Rosazea ganz vorne mit dabei. Also ich würde sagen, ich sehe aktuell circa dreimal so viele Patienten, die eben Erstdiagnose oder Aufflammrosazea haben oder eben auch Aufflammen ihrer Akne, periorale Dermatitis, also lauter so papulopustulöse Veränderungen im Maskenareal.